Hey, ich habe eine Frage für dich. Na los. Aber zuerst solltest du wissen, dass ich heute für Donald im College war. Und da stellte sich raus, alles, was ich von Larry gelernt habe, war Blödsinn. Also dachte ich, ich gehe ins College. Nicht, weil ich wütend bin auf Larry, sondern weil ich wirklich gehen will. Also habe ich rumtelefoniert und da stellte sich raus, dass das Diplom, das Abby für mich gestickt hat, doch nicht ausreicht. Also brauche ich einen Abschluss. Und das bringt mich zu meiner Frage. Der erste Zug fährt los in Boston um 5.30 Uhr. Und der andere Zug... Warte. Du willst also ins College? Aber erstmal muss ich rausfinden, wann der Zusammenstoß stattfindet. Du hast doch nichts dagegen, oder? Natürlich nicht. Du klingst ja nicht sehr enthusiastisch. Tut mir leid. Ich meine, wenn das wirklich etwas ist, was du durchziehen willst, stehe ich voll hinter dir. Aber natürlich will ich das durchziehen. Du hast die Fensterscheiben meiner Diätklinik mit Graffiti besprüht. Ich bin sicher, wenn du es sauber machst und dich entschuldigst... Also ich war's ja gar nicht. Ich bin nur gefahren. Trevor und James haben das fette Schwein gemalt. Ich würde mich trotzdem nicht verrückt machen. Ich bin sicher, jeder versteht, dass das ein alberner Streich war. Ach, ich bin interessiert an Ihrer Klasse. Wirklich? Sie wollen hier sein, obwohl Sie das gar nicht müssen? Ich liebe diese Klasse. Als Sie uns das erklärt haben mit Richard Nixon und seinen Verhandlungen in China, da hatte ich das Gefühl, als würde ich zwischen Mao und Nixon sitzen. Also, Sie gefallen mir. Sind Sie verheiratet? Ja. Ich meine, wenn Sie wirklich interessiert sind an meiner Klasse, dann kommen Sie doch einfach. Vielleicht kann ich Ihnen auch helfen. Ich unterrichte Yoga. Gut, ich war schon immer interessiert an Yoga. Wirklich? Ja. Gut. Ja. Sie helfen meinem Kopf, ich helfe Ihrem Körper. Ich meine, ich bin verheiratet, ich meine... Hör zu, Brandon. Ich verstehe wirklich, was du durchmachst. Naja, du bekommst nie Besuch von deinen Eltern. Und um das wieder gut zu machen, spendieren sie dir eine Reise nach Europa oder kaufen dir einen Sportwagen. Die haben den nicht gekauft. Wirklich? Wie schaffst du es dann, dir so einen... Hey, was hältst du davon? Wir gehen zusammen hin und können danach noch weiter lernen. Ach, ich weiß. Ach, komm schon, das wird lustig. Wir tun so, als wäre ich deine neue Freundin und machen deine Ex-Frau eifersüchtig. Ach, da ist sie ja. Oh, freut mich. Ja. Oh, das ist sie, alles sie kennenzulernen. Wie wär's mit einer Show? Oh, komm her, Schatz. Okay, da wären wir, meine Wohnung. Hier wohne ich, mit meinem Mann. Ach, sag mal, wegen der Sache bei der Party. Hey, tolle Party, huh? Du wirst meinen Mann lieben. Ich liebe ihn nämlich auch. Ich will ihn nicht stören, es ist doch schon spät. Wieso solltest du ihn stören? Du bist ein Freund. Hör mal, und ich möchte, dass ihr euch kennenlernt. Hey, Greg, ich will, dass du meinen Freund Charlie kennenlernst, von dem ich dir so viel erzählt habe. Ist ja eigenartig, eigentlich ist er immer zu Hause. Vielleicht ist er unter der Dusche. Ich sollte jetzt gehen. Nein, wieso? Es ist doch alles in Ordnung. Hier, setz dich. Platz. Schön sitzen. Sie meinte mich. Greg! Er ist nicht hier. Ich glaube, du solltest gehen. Okay. Hey, da ist ja endlich mein Mann. Schatz, das ist mein Lehrer, Charlie. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Wo bist du gewesen, Schatz? Im Gefängnis. Ich brauche was zu trinken. Er ist sonst nicht im Gefängnis. Haben wir denn keinen Scotch im Haus? Und er trinkt sonst auch nicht. Na, verdammt. Gib ihm noch eine Minute, ihr zwei werdet euch echt gut verstehen. Ich werde erst mal duschen. Ich war in der Zelle und die Toilette war direkt vor mir. Er mag dich. Hast du gesehen, wie er dich gleich mit einbezogen hat? Also gut, vielleicht solltest du lieber gehen. Greg, Charlie geht jetzt. Greg sagt Wiedersehen. Okay, Wiedersehen. Das war lustig, ha? Ich habe mir überlegt, wie du das wieder gut machen kannst, dass ich deine Kaution bezahlt habe. Ja, und? Gar nichts. Ich wollte nur, dass du weißt, ich habe drüber nachgedacht. Sag mir, wenn du dir was überlegt hast. Ein paar freie Tage wären nicht schlecht. Ja, gut, wieso nicht?
um weiter nachzudenken. Ich gebe dir einfach die $200 wieder. Oh ja, natürlich. Und ich vergesse einfach das Geld fürs Benzin und die Pornofilme, die ich mir für den Abend gemietet hatte. Wie wär's mit 250? Ich habe auf dem Weg zum Knast noch einen Hamburger gegessen. Hallo, mein Mann. Hallo, Pete. Hallo, Dame. Also, das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, du musst lernen. Oh, ich verbringe doch nicht jede Minute mit dem Kerl. Welchem Kerl? Charlie. Ah, Charlie. Ach, nun red doch nicht immer von Charlie. Ich wollte meinen Mann überraschen, weil ich ihn liebe und habe ein kleines Picknick mitgebracht. Hier, Pete, ich habe dir auch ein Sandwich gemacht. Danke. Gern geschehen. Geh und iss es im Auto. Na schön. Eiersalat, sehr gut. Also, willst du erst deinen Salat oder deinen Nachtisch? Dama. Ich würde es echt gern. Aber? Was? Ich erwarte den Mandanten in ein paar Minuten. Okay. Ich weiß, wir hatten in letzter Zeit nicht viel Zeit füreinander. Und es tut mir leid. Ich werde es wieder gut machen. Das verspreche ich. Ist schon okay. Ich meine es ehrlich. Es tut mir leid. Ich lasse dir das Essen hier, aber den Nachtisch nehme ich mit. Hallo. Hallo. Ich würde gern reden. Ja, gut. Ja, komm rein. Tja, also ich weiß, hier gibt's nicht viel zu sehen, also sieh lieber nicht hin. Ist doch toll. Du hast deine Bücher, einen Kalender, eine Pflanze. Ja, es ist nur vorübergehend, bis die Scheidung durch ist. Dann werde ich in einen Pappkarton ziehen. Dann hast du wenigstens etwas mehr Licht. Ach, setz dich. Willst du was trinken? Nein. Danke, ich will nichts. Ich habe nicht viel Zeit. Okay. Also, was gibt's? Charlie, ich will über das, was gestern Abend passiert ist, reden. Okay, was ist gestern Abend passiert? Gar nichts. Das war ein unschuldiger und platonischer Kuss, der deine Ex-Frau eifersüchtig machen sollte. Tja, also es hat funktioniert. Sie hat mich angerufen. Sie will ihre Pflanze zurück. Und er war unschuldig und platonisch. Also ehrlich gesagt dachte ich das auch während der ersten zwei Drittel des Kusses. Und dann hat sich alles irgendwie verändert. Charlie, ich bin glücklich verheiratet. Und ich liebe meinen Mann. Und du kannst echt gut küssen. Oh, Charlie. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass irgend sowas passiert. Ich weiß, du bist verheiratet. Und zwar glücklich. Genau. Aber wenn sich das jemals ändern sollte, dann will ich, dass du weißt, dass die Hälfte von all dem hier dir gehören könnte. Also danke, gut zu wissen. Aber auf jeden Fall bleiben wir Freunde? Freunde. Okay. Na gut, also sehe ich dich beim Yoga morgen? Ja. Und anschließend können wir vielleicht ein paar Prüfungsfragen durchgehen, die du eventuell noch hast. Gut, das tun wir. Okay. Oh, das haben wir schon gemacht. Hm? Ja. Also gut. Also, dann werde ich jetzt gehen. Wir sehen uns. Mach's gut. Nur Freunde? Kein Chitty Chitty Bang Bang? Glaub nicht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Ich hatte schon viele Freunde, die waren zwar Männer, aber trotzdem waren sie nur Freunde. Wer zum Beispiel? Was ist mit Albert? Der Zeitungsverkäufer? Aha, wir sind nur Freunde. Du siehst ihn einmal täglich für 5 Minuten und er ist 80 Jahre alt und er ist scharf auf dich. Hey, bloß weil der Mann sagt, dass ich gut aussehe, heißt das noch lange nicht, er ist verrückt nach mir. Ich denke, dass du dir da was vormachst, Dama. Männer sind Bestien. Da hat Marcy recht. Die wollen doch nur König spielen und uns wie einen Thron besteigen. Heute Morgen hat mich ein Mann gefragt, ob er mich abschleppen könnte. Es gibt doch tatsächlich Männer, die Frauen nicht mal in Ruhe lassen, wenn sie eine Panne haben. Ach, wie scharf ist denn dieser Charlie nun? Hat er wenigstens einen richtigen Knackepo oder was?
Oh ja. Hey, hört auf, das reicht jetzt, okay? Da läuft nicht das Geringste zwischen Charlie und mir. Würdet ihr bitte endlich von was anderem reden? Wann ist sie denn wieder mit ihm verabredet? Heute, sie wollen lernen. Aha. 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 Du solltest nicht vergessen, die Beine zu rasieren. Wissen Sie schon, was Sie wollen? Oh, nein, ich warte auf einen Freund. Okay, wollen Sie irgendwas zu trinken? Ein Glas Wein? Nein, wir sind doch nur Freunde. Wir wollen nur lernen. Da trinkt man keinen Wein. Wein trinkt man mit seinem Date. Ach, ich könnte aber ein Bier trinken. Freunde trinken Bier. Hätten Sie gern ein Bier? Nein, lieber nicht. Erst mal sehen, was er trinkt. Okay. Ach, wissen Sie was? Was ist, wenn er kommt und sieht, dass ich nichts trinke und bestellt da eine Flasche Wein? Bringen Sie mir eine Coke. Okay. Mit einem Schuss Rum. Okay. Nein, warten Sie. Keinen Rum. Okay. Hey, hey, Charlie, Kumpel, komm her. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ach, war's schon gut, vergiss es. Ich habe gerade erst angefangen. Oh, gut, Geometrie, dein Lieblingsfach. Dann fangen wir damit an. Okay. Hey, was hältst du von einer Flasche Wein? Gut. In Ordnung. Ich gehe jetzt. Offensichtlich habe ich Gefühle für Charlie. Aber ich verstehe das nicht, denn meine Gefühle für Greg haben sich nicht verändert. Ich meine, ehrlich gesagt, ich glaube, ich liebe ihn jetzt mehr als je zuvor. Oh, Dama, du weißt doch, wie sowas ist. Gefühle ergeben meist keinen Sinn. Da hat sie recht. Du weißt doch, was Leberwurst bei mir anrichtet, Dama. Und trotzdem träume ich von ihr. Larry, das ist was völlig anderes. Das ist eine homoerotische Sache. Ach, das sagst du doch nur, weil du nicht willst, dass ich Fleisch esse. Und es funktioniert. Dama, wie lange kennst du denn diesen Mann? Ach, erst 2 Wochen, aber wir verstehen uns so gut. Ich wäre wirklich sehr gern mit ihm befreundet. Ich weiß allerdings nicht, wie das funktionieren soll. Du kannst dir ja wohl denken, was wir dazu sagen. Wenn du dich weiterhin triffst mit ihm und versuchst, deine Gefühle zu unterdrücken, dann wird das für dich sehr schmerzhaft werden. Du hast recht. Also das Einzige, was du tun kannst, ist, geh zu Greg und sag ihm die Wahrheit und hoffe, dass er damit einverstanden ist, Charlie in eurer Ehe aufzunehmen. Was? Die Auffassung, dass eine Beziehung aus 2 Menschen bestehen muss, ist völlig antiquiert und wird uns von der Gesellschaft doch bloß aufgezwungen. Ja, ich meine, manche Menschen sind einfach glücklich als Paar und andere Menschen fühlen sich wohler als warme, liebende Gruppe. Und das sollte jeder allein entscheiden. Erinnerst du dich noch an Herb und Sheila und Lois Tappermann? Die Tappermans waren eine Gruppe? Oh, eine sehr liebende Gruppe. Weißt du, Herb hat fast überhaupt kein Cholesterin. Okay, aber wisst ihr, bei mir ist das was anderes als bei den Tappermans. Ja, natürlich, bei denen waren das ja auch 2 Frauen und ein Mann, aber emotionell ist das dasselbe. Abby, ich werde auf keinen Fall eine Dreierbeziehung führen mit Charlie und Greg. Ach, wenn das so ist, wird das aber echt schwierig für dich. Du warst fantastisch. Oh, danke schön. Du warst aber auch nicht zu verachten. Danke schön. Und du? Du warst unbeschreiblich. Na ja, das war ich ja nicht ganz allein. Ich hatte ja einen kleinen Helfer. Nein, nein, nein. Du hast mir gezeigt, was ein harter Kerl ist. Bravo. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. 3 für Leistung. Hm? Gut durchgehalten. Hey. Oh. Hallo. Wie spät ist es? 9 Uhr. Hast du geschlafen? Oh, nein, ich habe noch etwas gelernt. Naja, ich habe doch meinen großen Test morgen. Wo bist du gewesen? Es tut mir leid, ich hätte anrufen sollen. Nein, mir tut's leid. Du musst nicht anrufen. Ich vertraue dir. Vertrauen ist in unserer Ehe ein wichtiger Bestandteil. Okay. Und, wo warst du? Die Eltern von diesem Brandon werden sich wohl trennen und seine Mutter braucht einen Anwalt. Also habe ich ihr Howard vorgestellt, mein Freund, der Scheidungsanwalt ist. Oh, das ist ja nett von dir. Warum hilfst du der Mutter und nicht dem Vater? Sie hat mich darum gebeten. Oh, natürlich, ich verstehe schon. Wunderschöne, verletzbare Frau bittet dich um Hilfe. Natürlich sagst du da ja. Ich denke nicht, dass Nancy verletzbar ist. Oh,
Nancy? Du nennst sie Nancy. Wahrscheinlich nennt sie dich Greg. Ja, das tut sie. Tja, das ist doch was völlig Normales. Zwei Erwachsene nennen sich beim Vornamen bis abends um 8:30. Kein Grund, sich irgendwie schuldig zu fühlen. Dama, bedrückt dich irgendwas? Nein. Wieso bedrückt dich denn irgendwas? Nein. Greg, irgendetwas bedrückt dich doch. Sonst würdest du doch nicht versuchen, es auf mich abzuwälzen. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Vielleicht solltest du etwas darüber nachdenken. Ich will nur, dass du weißt, dass ich dich liebe und dir vertraue. Und zwischen uns wird sich auch nichts verändern, weil ich weiß, dass du es nicht ausleben wirst, okay? Also, ich werde jetzt lieber schlafen, damit ich morgen bei der Prüfung nicht versage. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Moment, Moment, Moment. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich erhebe mein Glas mit dieser legalen Droge. Und zwar zu Ehren meiner Tochter, die heute ihren Abschluss geschafft hat und die erste Finkelstein sein wird, die ins College geht. Moment, Moment. Larry, du warst doch auch am College. Okay, du hast recht. Moment mal. Seid mir. Gut gesagt, Finkelstein. Wirklich gut. Aber jetzt bin ich dran. Zuerst einmal muss ich mich entschuldigen bei Dama. Als sie mir gesagt hat, dass sie das machen wollte, da habe ich sie nicht ernst genommen. Aber wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass diese Frau alles schafft, was sie sich vorgenommen hat. Sogar, dass ein beschäftigter College-Professor ihr Nachhilfeunterricht gibt. Charlie, ich danke dir. Du hast Dama unterstützt und bestätigt in Momenten, in denen ich leider nicht für sie da sein konnte. Auf Charlie! Auf Charlie! Und Dama, ich danke dir für das, was ich von dir gelernt habe. Du inspirierst mich jeden Tag aufs Neue. Ich darf die nächsten 4 Jahre mit einer attraktiven College-Studentin schlafen. Und wenn ich Glück habe, wird das meine Frau sein. Eine Rede! Eine Los, Dama, du musst was sagen. Eine Rede! Also, ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Oh, wir brauchen noch ein paar Schrimps. Also, auf College-Studentin, hä? Ja. Kann ich dir helfen? Es geht schon, danke. Ach ja? Ich habe alles unter Kontrolle. Dein Professor, der ist wirklich sehr reizend. Ja, ist er. Und er ist gut gebaut. Und sehr charmant. Er ist nur ein Freund. Ich dachte, er wäre dein Nachhilfelehrer. Ja, ist er. Ist er auch wirklich. Er ist mehr Nachhilfelehrer als Freund. Aha. Oh, meine Freundin Evelyn hatte einen französischen Nachhilfelehrer. Die zwei sind inzwischen nach New Jersey gezogen. Kitty, es ist nichts passiert. Gar nichts ist passiert? Also gut, es ist zwar was passiert, aber es ist nicht das, was die Leute meinen, wenn sie sagen, es wäre was passiert. In der Hinsicht ist nichts passiert. Na schön. Gut, gut. Dann würde ich dir raten, sag adieu, bevor sich das ändert. Ja, ich dachte, wir könnten nur Freunde sein, aber ich schätze, ich muss die Sache irgendwie beenden. Gut. Und ich muss es Greg sagen. Was willst du ihm sagen? Dass ich Gefühle hatte für Charlie und die Sache mit dem Kuss. Dama, hör mir mal zu. Du darfst Gregory nichts davon sagen. Doch, das muss ich. Wieso? Nur weil du dich dann besser fühlst? Und Gregory leidet? Unsere ganze Ehe basiert auf Ehrlichkeit. Hör zu. Dama, wir beide wissen, dass du nicht die Frau bist, die ich für meinen Sohn ausgewählt hätte. Aber du bist nun mal die Frau, die er gewählt hat. Also wenn du ihn für diesen Mann verlassen willst, dann verlasse ihn. Aber wenn nicht, dann zeig wenigstens Courage und behalte deine Sorgen für dich. Hey, hey, beeilt euch. Ich will ein Gruppenfoto machen, bevor Dad völlig abgefüllt ist. Okay, sie wird gleich da sein. Gleich da. Ja, gut. Ich soll also so tun, als ob nie etwas gewesen wäre, obwohl mich das schrecklich bedrückt? Ja. Sowas nennt sich Liebe. Du solltest deine Schrimps nicht vergessen. Ja. Oh, gut, okay, kommt mal alle her, wir machen jetzt ein Foto. Sehr gut, ich bin dabei. Wir machen's auf der Couch, alle rüber zur Couch. Dama, stell dich dazu. Warte eine Sekunde, ich würde gern noch was sagen. Ich würde mich gerne bei dem bedanken, ohne den ich die Prüfung nie geschafft hätte und ohne den ich jetzt bestimmt sagen würde, dem. Oh, du hattest recht anzuzweifeln, dass ich das durchhalten würde.
Ich habe mein Leben damit verbracht, neuen Dingen gegenüber offen zu sein. Naja, das ist gut, aber du hast mir gezeigt, dass wenn man etwas wirklich will, wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann sollte man nichts und niemanden dazwischen kommen lassen. Ich danke dir. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Okay, jetzt wissen wir, dass jeder hier jeden liebt. Wollen wir jetzt das Foto machen oder nicht? Kommt etwas näher. Charlie, du musst auch auf. Nein, ich muss gehen. Dama, sag ihm, er muss auch aufs Foto. Rick, Charlie hat offensichtlich heute noch was vor. Oh, leb wohl, Charlie. Leb wohl. Ich gratuliere dir. Dankeschön. Wiedersehen. Also, wir müssen zusammenrücken. Sehr gut. Und jetzt alle lächeln. Tschüss.